Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Dead Space. Ja, im letzten Part haben wir das AA-System direkt mal repariert. Ich bin ein paar Mal gestorben, weil ich zu inkompetent war, das Stasi-Gerät richtig abzufeuern. War alles in allem ein sehr unschöner Part. Ich denke, wir sind da ganz oben jetzt. Und die haben arschwenig Munition. Die haben nur Munition für den Flammenwerfer. Ich mach dich kaputt. Die Brücke ist total hinüber. Keine Ahnung, was hier los war. Aber ich werde hier nicht rumstehen und warten, bis es zurückkommt. Ich gehe jetzt rüber zur Hydrostation und suche Elisabeth. Er sah ja nicht mehr so fit aus. Ich konnte es nicht genau lesen, was es war. Was ist es denn? Schema für Energiekanone. Okay. Hey, noch ein Speicherpunkt. Yeah. Wem geht das Geräusch noch auf die Nerven? Was bist du denn für einer? Ah ja, dieser dieses Brutvieh. Ja. Hi. Ist sie tot? So, dieses Geräusch, das geht mir so auf die Nerven. Das Steroidenabwehrsystem ist online. Gut, genug Energie. Aber die Zielerfassung der AA-Kanone ist offline. Liegt sich an einem Kabel. Bis ich das ersetzt habe, müssen Sie die Kanone bedienen und manuell zielen. Nehmen Sie den Aufzug nach oben und gehen Sie zum Kanonenschacht. Dann gehe ich halt mit der Kanone ballern. Munition. Ja. Nur nicht so viel. Ich dachte. Ich meine, es sind immer 25. Wie mache ich hier was vor? Nein, den Flammenwerfer bitte. Für den habe ich am meisten. Isaac, Sie müssen über das Schiffsäußere, um zur AAS-Kanone zu kommen. Das Problem ist nur, dass wir von Asteroiden bombardiert werden. Sehen Sie sich nach Deckung um, bevor Sie in Stücke gerissen werden. Ja, super. Mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert. Ich glaube, das hier meinte er mit Deckung.
Gib Stoff, Isaac. Na, nun lass mich doch mal gucken, wo ist der Sauerstofftank? Wir haben keinen Sauerstofftank, fuck. Müssen uns beeilen. Nicht ersticken, Isaac. Nein! Tür, geh auf! Das war verdammt knapp. Alter, die Störung träge. Hallo? Ich komme nicht mal an alle dran. Weil die Störung so kacke ist. Die Störung ist super scheiße. Ich meine ja nur. Das ist fast nicht möglich mit der Maus. Ich bestimme mir gerade mal die Empfindlichkeit höher. Ich würde es bereuen. Vielleicht hilft das ja. Mit der Störung ist so träge. So, dass Isaac einschläft. Ja, etwas besser. Ich bin gerade sehr konzentriert, deswegen sage ich gerade gar nichts am besten. Nein! Nicht jetzt! Bitte! Komm, Isaac. Ja, mach hin, wir haben es gleich verkackt. Ich weiß ja nicht mehr, welche ich abschießen kann, welche ich durchlassen kann. Danke.
Boah, war das scheiße. Die Steuerung war super scheiße. Ein Tritt Vakuum. Das dürfte ich ja durchrennen können, oder? Schwerelosigkeit. Ah, Hi-Fi. Ich gebe gerade einen Scheiß auf die Viecher. Ich habe sie eben nur knapp geschafft. Danke. Isaac Hammond? Ihr werdet das nicht glauben. Die Sauerstoffsättigung fällt. Irgendwas vergiftet die Luft, die die Hydrokulturen produzieren. Und was es auch ist, es füllt das ganze Deck mit diesem organischen Zeug. Wir werden bald keine Luft mehr zum Atmen haben. Aber wenn ich diese Laborberichte richtig deute, kann ich ein Gift herstellen, mit dem wir das Zeug zerstören können. Kommt zur Krankenstation. Ich sollte alles hier haben, was ihr braucht. Hört das denn nie auf? Isaac, gehen Sie rüber zur Krankenstation und mischen Sie, was immer Kendra Ihnen sagt. Ich gehe rüber zu den Hydrokulturen. Wenn ich das Ganze verlangsamen kann, haben wir vielleicht genug Luft, um es zu bekämpfen. Das war ja klar. Komm mal, die Kanone fertig, kommt das nächste Problem und dann noch eins und dann noch eins. So langsam gehen mir übrigens diese langen Aufzugfahrten auf den Nerv. Die sind halt lang. Ah, jetzt haben wir wieder dieses komische Geräusch, dieses Fiepen. Und was ist das? Ja, hi. Was bist du denn für einer? Brennt die Viecher. Wie geht's? Toll, davon haben wir jetzt auch keine Munition mehr. Was haben wir denn noch so im Inventar? Ja, jede Menge Erste Hilfe Kits. Ich denke, wir müssen noch Ebene 2. Was soll ich da wieder lang? Stimmt, bei der Krankenstation waren wir ja schon mal. Aber ich muss jetzt leider mal Geld für Munition ausgeben. Ah ja, Energiekanone. Und das hat denn Chinese Booster, kurze Entfernung. Wow. Brauchen wir nicht. Aber ich nehme den Reaper, glaube ich, wieder mit. Tu mal dafür den Flammenwerfer weg, oder? Ja, tu mal den Flammenwerfer weg.
haben wir wenigstens eine Waffe, mit der wir uns ein bisschen wehren können. Ich habe doch Luftkanister gehabt. Keine Ahnung. Ich habe die halt nicht gefunden. Die sehen ja auch sehr relativ ähnlich aus mit den Mini-Packs. Ja, die Energiekanone verbraucht also auch einen Waffenplatz. Dann tun wir doch gerade mal den Laser-Cutter weg. Plasma-Cutter. Oder? Damit ich mir die kaufen kann. Jetzt haben wir das Ding hier zwar drin. Energiekanone. Wir brauchen aber für Impulsgewehr war das. Die hier Impulsmunition. 4, 5. Weil sind direkt 2 hier drin. Das ist jetzt direkt voll. Ich habe gerade die Munition nicht angezeigt. Headshot. Das Ding ist cool. Sehr cool sogar. Da kann ich ja auch mal nachladen. Nur halt keine so hohe Reichweite wie die anderen Waffen. Okay, fahren wir doch mal mit dem Ding hier. Ach komm. Wir gehen also jetzt ins Kapitel 5. Von der Brücke, wo geht's dahin? Vorstehende Vernichtung abgeschlossen. Ja, natürlich wollen wir speichern. Wir speichern am 5. Slot. Ich sage, ich werde es bereuen mit der Mausempfindlichkeit. Tödliche Hingabe ist Kapitel 5, okay. Kommen Sie eine neue Uniform im Shop? Ja. Wenn ich einen Metallplatz brauche, mache ich eigentlich immer. Soweit es einen da ist, kaufe ich mir eine. Die anderen Bahnhöfe. Ich kann die kontaminierte Luft bis hierhin riechen. Es verbreitet sich schneller, als ich dachte. Ich versuche es zu isolieren, aber das wird uns nicht viel Zeit bringen. Wir müssen dieses Ding vom Schiff schaffen. Die Chemikalien, die du brauchst, sind im Chemielabor. Wenn du da bist, werde ich die Tür für dich hacken. Ja, nicht bitte. Das dauert dann auch eine Weile, bis sie das gehackt hat. Ist hier irgendwas? Nein? Oh, ist ein Shop wieder. Kann man auch hier einkaufen gehen können, nicht wahr? Sie können sich nicht Gottes Plan in den Weg stellen. Die natürliche Ordnung. Sind sie blind wie der Rest? Wer labert da? Anscheinend hat jemand die Türschlösser auf diesem Deck neu programmiert. Und zwar erst kürzlich. Wir sind wohl doch nicht allein hier. Jemand will dich nicht in diesem Teil des Schiffes haben. Ich kann mich mal. Ich will aber speichern gehen. Wir schauen aber, wie lange wir schon aufnehmen. Wir nehmen gut 20 Minuten auf. Das reicht, denke ich mal. Wir sind ja relativ weit gekommen. Haben viel gemacht. Und ja.
Würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dieses Teil hier mal richtig ausprobieren. Und die Luft wieder reinigen. Bis dahin. Tschüss. Ah ja, und übrigens alles mögliche Stuff in der Beschreibung, ne? Auch wenn der das Spiel herbekommt und so. Falls jemand Fragen hat. Tschüss.